Hi meine Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet hier bei Far Cry. Und wir werden es hier direkt zur nächsten Mission machen. Was ist das denn? Weißer Tiger? Sind vom Aussterben bedroht, ne? Deswegen würde ich sagen, lassen wir ihn leben. Oder brauchen wir ihn irgendwie für irgendwas? Wir gucken mal ganz schnell. Rucksackmäßig, alles. Beuterucksack, was brauchen wir denn dafür? Fell des unsterblichen Bären, den haben wir nicht. Und Spritze, wie sieht's da aus? Hier brauchen wir Fell des schwarzen Panthers, auch das brauchen wir nicht. Und ja, Munition haben wir genug. Sprengwaffen, jetzt nichts Wichtiges. Also wir haben nichts dabei, wo ich sagen würde, okay, deswegen töten wir ihn. Nein, wir lassen den guten alten Tiger leben. So, wieder ein Bombenwetter hier. Kriegt direkt wieder Bock auf Urlaub. Oh, Entschuldigung. Wenn ich hier die Musik noch höre, ne, dann ist das natürlich noch umso geiler. Hallo? Oder oben, da vorne, was ist das? Was ist das? Das sind nur Hunde? Das sind nur Hunde. Ja, ich bin ja sicher, mein Freund. Nee, ich will noch gar nicht zur Hauptquest. Doch, will ich eigentlich schon, aber wir müssen noch ganz kurz einen Abstecher machen. Richtung Funkturm. Wir sehen hier gar nichts auf der Karte und das müssen wir auf jeden Fall ändern. Also ab, quer durch den Busch, quer durch die Wildnis, ab zum Funkturm. Sollte eigentlich gar nicht so weit sein, da ist er schon. Sehr schön. Oh. Muss aufpassen, dass ich ihn irgendwo gegen rase. Ich würde gern. Obwohl, da ist schon das nächste Auto, was wir nehmen können. Das ist natürlich super. Steigen wir hier mal aus. So, und hier ist ein toter Feind. Ich gehe mal ganz kurz hier auf meinen Pfeil und Bogen. Dann sehen wir zu, dass wir irgendwie hochkommen. So schon mal nicht. Komm schon. Ja, sehr gut. Okay, also wir machen uns schnell hier ein bisschen die Karte auf, dass wir sehen, wo was ist, wo wir hin können, wo was, ja, versteckt ist. Oh, okay. Also hier wollten wahrscheinlich schon andere hoch. Ich bin nicht der Einzige. Hier geht's weiter. Immer noch mit Fallen Bogen. Okay, okay. Nicht schön, aber selten. Ja, komm und... Sehr gut. Okay, jetzt müssen wir ganz kurz... Ich glaube, ich muss hier drunter herkraxeln. Nee, muss ich nicht. Ich dachte, die fährt ein Auto. Hat sie gerade so angehört. Oh, sehr gut, sehr gut. Okay, jetzt darüber. Und... Da braucht man gar nicht. War ein Steg oder sowas da. Okay. Dann einmal hier hoch und dann haben wir es schon fast erreicht. Da hinten müssen wir übrigens hin. Können wir ganz kurz mit dem Scharfschützengewehr ranzoomen und gucken, ob wir was sehen. Das ist ein kleines Dorf, ne? Ein kleines Dörfchen am Fluss. Ansonsten sieht man jetzt noch nicht so viel. Aber gut, ich denke, das reicht. Wir werden es natürlich gleich mal ausgiebig erkunden da, die ganze Gegend. Und von hier oben hat man wieder eine Bombenaussicht. Eine Bombenaussicht hier. Wir gehen nochmal ganz, ganz hoch. Haben noch eine bessere Aussicht und guckt es euch an. Alter Falter. Ich glaube, ich lüge nicht, wenn ich sage, es ist saugeil hier oben. Boah, guckt euch das an. Das ist eine Aussicht. Krass, richtig krass. Also einfach nur krass. Jetzt sieht man das Dorf noch ein bisschen besser. Da ist unser Ziel. Da ist wohl mal irgendwas eingeschlagen. Meteoritenhagel oder sowas. Ich weiß es nicht. Ist mir jetzt auch relativ lax. So, wo ist der Kasten? Hier ist der Kasten. Und dann haben wir gleich wieder erstmal sehr schön... eine Sicht auf die Karte. So, also jetzt gucken wir nebenbei mal, was wir noch hier haben. Kommen wir jetzt erstmal einen schönen Rundumblick. Okay, was haben wir da? Da ist ein Dorf. Ein alter Tempel. Oh, da kann man noch rein. Und da ist unser Ziel. Okay, also östlich von unserem Ziel ist das, ist der Tempel. So, unser Ziel war da. Das heißt, da irgendwo müsste der Tempel sein. Aber gut, das sieht man jetzt hier nicht so wirklich, ne? Das ist das Problem. Hier ist alles zu mit Bäumen und so weiter. Aber wenn ich mich verguckt habe, dann war es östlich von dem Dorf. Also hier war das Dorf. Oder war das spiegelverkehrt? Dass das hier irgendwo ist? Man sieht aber auch nichts. Egal, lass uns erstmal runter. So. Oh, was bist du denn? Hi. Bist du lieb, bin ich auch lieb. Bist du böse, bin ich auch böse, mein Freund. Wow! Okay. Schleichen wir uns ran oder stürmen wir einfach rein? Ich weiß es nicht. Wobei, sieht friedlich aus. Ich denke, da wird uns jetzt hier keiner irgendwie auflauern. Trotzdem werde ich mal unsere Schrotflinte nehmen. Und dann schnell durch. Uah! Schnell, bevor hier ein Krokodil kommt. Ich mag keine Krokodile. Die sind immer schneller, als man denkt. Okay, schnell raus. Die Siedler. Sehr schön. Das ist die aus meinem Traum.
Scheint nicht gerade zu florieren. Besuche die Bar. Ich gucke nochmal nebenbei, ob wir irgendwas finden, aber gut. Hi, Kumpel. Und du so? Der hat nichts zu sagen. Du hast hier nichts zu sagen, mein Freund. We have no power here. Meinst du, das mit meinen Preisen ist gelogen? Da ist es ja. Ich lüge dich an. Was willst du? Willst du Geld? Junge, gib mir mal ein bisschen Kleingeld, ja? Damit ich über die Runden komme. Würde ich machen. Hey, hey, du, hast du mal ein bisschen Kohle übrig? Ja. Ich hab Hunger, ich brauche Geld. Ja, hier, nimm. Kann ich keins geben. Tut mir leid. Bedank dich bei den Programmierern. Und du so? Pilzkopf? Okay, wir gehen mal rein. Gucken mal, was auf uns wartet da drin. Ach du Scheiße. Also wenn das eine Bar ist, ne, dann gute Nacht. Dann braucht sich dieses verkackte kleine Dorf nicht wundern, warum wir keine Touris sind. Okay, setzen wir uns einfach mal dazu, würde ich sagen. Und warten wir mal ab. Das ist ja aus dem Traum, oder? Schon von Weißbrot gehört? Ah, schon wieder das Weißbrot. Immer erzählst du die Geschichte, wenn wir spielen. Wovon redet ihr, verdammt? Das Weißbrot entkommt aus Wars Gefängnis, dreht durch und killt Leute mit seiner Machete. Das bin ich. Von allen Versionen der Story ist das die beschissenste. Wo bleibt das Drama? Ich müsste heute eingreifen, wenn das stimmt. Heute würde den sofort kalt machen, das ist mir klar. Wahrscheinlich sogar mit seiner eigenen Machete. Hat er ja schon mit dem Minenbesitzer gemacht. Heute ist ein Künstler. Der Typ kriegt was Besonderes. Habe ich recht? Wer ist heute? Wie meintest du noch? Wer war das? All in. Was willst du? Gut gespielt. Danke. Okay, wo ist er? Das ist der Typ aus meiner Vision. Der führt mich sicher zu Keith und Oliver. Folge dem Mann in Weiß, ohne bemerkt zu werden. Das machen wir dann mal. Ich bin gespannt. Wo ist er denn? Ah, okay. Er geht da lang. Der Mann ist der Schlüssel. Ich weiß es. Er darf mich nicht sehen. Okay, jetzt wieder hier schön rumschleichen. Das ist natürlich genau das, was mir gefällt. Nord. Die Angriffe verstärkt. Warum? Böses Blut. Heute bot war's Geld. Macht. Ich hätte dasselbe getan. Okay. Ich schleiche wie ein Ninja. Geh weiter! Verrät's mich noch. Stell mich dazu. Also euch dazugehören. Und ihr so? Na, mal nichts überstürzen. Auf den Partnerlook rum oder was? Außerdem regnet es vielleicht bald. Noch ist die okay, daher. Haben wir eine Wahl? Ich muss nachdenken. Okay, und jetzt rechts zur Ecke. Also. Okay, er sollte uns nicht gesehen haben. Hier ist dein Geld. Oh, okay. Bitte. Ich muss heute arbeiten. Nicht jetzt, ich bin im Dienst. Okay, hoch hier. Er geht weiter. Okay, wir müssen ihn in Auge behalten. Okay. Ah, schöne Fische hast du, mein Freund. Schöne Fische. Das sind ja so großartige Fische. Sind die frisch aus dem Fluss da vorne? Deswegen haben die vier Augen, erklärt einiges. Bitte? Das ist eine Frau. Hast du ein Glück, mein Freund. Alter, ich komme wieder. Kann ich nicht schlagen, tut mir leid. Ja. Und du so? Noch ein Blowjob, bevor du stirbst? Ach, ich sterb nicht. Aber wenn er umsonst ist, ja klar, komm. Gefalle dir, das merk ich doch. Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich, das ist ja wie Wiener Würstchen in die Turnhalle werfen bei dir. Du so, kann ich dir helfen? So, aua? Oder machst du hier Picknick? Picknick beim Müll. Okay, Achtung. Wir sind noch dran. Du so, Diggerchen.
Guck mal, ich kann durch die durchgehen. Was bist du denn? Oh, oh. Oh, oh. Hat er mich gesehen? Hat er mich? Ich dreh dich um. Ja! Ich kann nicht so nah ran, ihr Dödel. Entspann dich, alter Mann. Du hörst ja schon Gespenster. So, wo geht er jetzt hin? Okay, geht so wie es aussieht, links ins Haus rein. Okay, er ist drin. Puh, das war jetzt natürlich eine Aktion hier. Wollen wir mal Hallo sagen? Lass uns Hallo sagen. Hallo! Du hast 10 Sekunden, mir zu sagen, wer du bist, bevor ich das C4 unter dem Tisch fernzünde und der ganze Laden... Komm, lass mich raus! Lass mich raus, verdammt! Jesus! Glaub ich nicht. 5 Sekunden. Jason Brody! Echt? Ja! Du bist Snow White. Ja oder nein? Bei welcher Antwort werde ich gesprengt? Da liegt wirklich C4, verdammte Scheiße! Sehr gut. Aber bist du auch ein Patriot, Jason Brody? Es ist so, ein echter Patriot hält sich nicht nur die Hand auf die Brust, wenn die Hymne im Stadion spielt. Das ist eine Treppe. Ist was für Schwuchtel, nimm's nicht persönlich. Ein echter Patriot saugt am Nippel von Lady Liberty. Hört ihr vom Tod eines Kameraden im Krieg, fragt der echte Patriot, haben wir gesiegt? Und feiert dann die Verkündung des Sieges. Also, bist du ein echter Patriot oder einer von diesen Hippies, die rumheulen, wenn's im Jeansladen keine Einstecktücher mehr gibt? Ein echter Patriot. Ich bin ein echter Patriot. Übrigens, Mars hat einen Kumpel Oliver Caswell und Keith Ramsey finde ich auch noch. Warum suchst du nach ihnen? Es ist mein Job, hier über alles Bescheid zu wissen. Ich kann dir helfen, aber du musst mitspielen. Es gibt da was, was ich suche. Wir tauschen dann. Okay. Das klingt nach einem Plan. Und tatsächlich, hier ist irgendwie ein geheimes Ding. Ein geheimer Keller. Und da ist er auch schon. Jason, was bist du? Irgend so ein Spion? Kann ich weder bestätigen noch dementieren. Kleiner Spaß. Ich arbeite für Langley, Agent Willis Huntley. Großartig. Ich brauche Hilfe von der Armee und der Regierung. Das geht nicht. Bin angebettet. Hab gar keinen Kontakt zur Hauptzentrale. Was? Du bist allein hier? Nein, scherzt du? Ich habe ein ganzes Team. Die sind im Einsatz, aber bald zurück. Diese Scans von ihnen stechen direkt in ein fettes Wespennest. Ich kann dir nicht mehr sagen, aber glaub mir, es ist groß. Sehr groß. Klingt... Das sieht auf jeden Fall groß aus. Von der Quelle. Oh! Was ist das denn, Schickes? Flammenwerfer. Ein tolles Ding. Das haben die im Krautland entwickelt. Hoyt Volker ist der Boss eines guten alten Freundes von dir. Was? Er ist gleichzeitig der Kopf des größten Menschenhändlerrings im Südpazifik. Und zusätzlich baut er Drogen an. Wenn wir also seine Felder anzünden und sein Boot, kommt er rüber auf diese Insel gepaddelt, dann habe ich, was ich will. Und wir erfahren mehr über deine Freunde. Kapisch? Naja, sowas können echt nur Italiener sagen. Echt nur Italiener. Ist genauso italienisch wie Bunga Bunga. Egal, mir ist das. Boah, sei nicht, wir kriegen jetzt die fetten Flammenwerfer. Heilige Achsenwalde. Genau das will ich hören. Oh yeah. Vergiss das Boot nicht. Nein. Auf keinen Fall, Leute. Ich vertraue dir bei der Sache mit Hoyt. Ja gut, ich würde sagen, nehmen wir uns das Ding. Wechseln wir dafür die Schrotflinte aus. So, dann haben wir einen schicken... Wollen wir gleich mal testen? Nee, besser nicht. So, okay. Okay. Alte Kassette. Dann gucken wir mal, was unsere Info dazu sagt. Niemand auf Rook Island kann mit Sicherheit sagen, wie eine Ladung Flammenwerfer aus dem Zweiten Weltkrieg von Russland aus hierher gekommen ist. Benutze sie jetzt, bevor sie den Weg alles Irdischen gehen. Sehr schön. Gehen wir mal raus. Ich spiele mit, aber nur so lange, wie es mir bei meiner Suche hilft. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, wo gehen wir jetzt hin? Ich bin hier Spider-Man! Springe über Stein und... So. Genau, erstmal Dennis anrufen. Hi, Dennis? Jason, hast du was gefunden? Die Vision hat mich zu dem Mann in Weiß geführt. Der Kerl ist ein Spion oder sowas. Komisch. Von so einem habe ich auf der Insel noch nie gehört. Er hat mir von Bars Boss erzählt. Hoyt. Hoyt Volker. Halt dich fern von dem, Jason. Bars ist vielleicht verrückt. Aber alles Böse auf der Insel kommt von Hoyt. Er hat Bars den Verstand rausgepustet.
Nein. Er hat alles in der Hand hier. Los, mein verdammtes Geldschlampe. Okay, pass auf. Ich hab deine Medizin. Nicht, nein, bitte. Nimm schon, du Nutte. So, mein Freund, jetzt muss ich mich mal ganz schnell was kümmern. Ich hoffe, es klappt. Ah, scheiße, ich hab von dir keinen Blick drauf. Jason? Das ist Jason, ja? Hallo? Wer ist da? Mann, ich glaube, ich hab hier den Falschen. Ich suche nach Jason. Ist er irgendwie da? Ist Jason in der Nähe? Wer ist da? Irgendwann. Jason kennt mich noch nicht, aber ich brauche etwas Hilfe, wenn er interessiert ist. Ich sende meine Position. Sag ihm Bescheid, okay? Wer ist Herc? Mann, ihr seid alles kranke Schweine. Und du so? Ich bin hier. Danke, dass wir reden können. Ich habe größten Respekt für deine Taten. Die Menschen müssen sehen, dass die Piraten besiegbar sind. Dass auch sie bluten, wie wir. Sterben, wie wir. Darum brauche ich dich. Okay. Was kann ich tun? Mach Fotos von den toten Piraten vor dem Dorf. Warum? Damit die Dorfbewohner sehen, dass sie nichts zu befürchten haben. Sollte kein Problem sein, oder? Machen wir uns mal ganz schnell auf. Da oben ist einer. Nehmen wir den da oben zuerst. Hm, wie komme ich da am besten hin? Da hinten. Ach, guck mal, da ist eine Straße. Okay, und schnell durch. Und ich würde sagen, wir gucken dann weiter in der nächsten Folge, oder Leute? Seid da dabei, ich würde mich freuen. Ciao.